Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Neues Eternal Evolution Video. Und das Grand Final steht auf dem Programm. Und ja, ich gehe einfach mal in den ersten Fight rein und ich hoffe, dass ich es nicht wieder verkacke und spoil am Ende. Wir gehen rein. Das ist der erste Fight. Wir sind grün. Meine Vanguards mit Dominic und Fiona. Gegen seine Vanguards mit Rez und Nord. Wir schauen mal rein, welches Lineup da besser ist für die Vanguards. Und gucken mal, wer hier gewinnen konnte. Ihr seht, Barok von ihm ist richtig schnell gefallen. Barok ist schon tot, was ein dicker Plus ist für uns hier. Wir haben noch keinen Helden verloren, was auch richtig nice ist. Also das Team hier, was ich hier aufgestellt habe, funktioniert eigentlich richtig gut in der Summit Arena. Wie gesagt, ich habe ja auch noch nicht eine einzige Runde in der Summit Arena verloren. Und erstmal bleibt es dabei, Leute. Erster Win ist da. Mega. Also wir haben komplett seinen Barok komplett weggemacht. Ihr seht das, sein Barok hat nur 26,7k Schaden gemacht. Keine Ahnung, ob der einmal, was weiß ich, gemacht hat, keine Ahnung. Er hat einfach nichts gemacht. Barok hat komplett gar nichts gemacht. Wow, wenn man vergleicht, 26, meiner hat 11,5 gemacht. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Mein Barok hat das hier gecarried sogar. Leute, wir gehen nichtsdestotrotz weiter in den zweiten Fight. Ich lade den mal. So, wir gehen in den zweiten Fight rein. Mein Energy-Team gegen sein Tank-Team. Er hat sogar das Tank-Team quasi. Ja, du hast sie reingemacht. Ich weiß nicht, ob er meine Videos guckt, aber ich habe so ein starkes Gefühl, dass er meine Videos gesehen hat oder meine Teams sich angeguckt hat oder whatever. Er hat auf jeden Fall einiges verändert, aber Leute, wie ihr sehen könnt, nicht unbedingt zum Positiven. Ihr seht, das sieht ganz gut aus hier für uns. Richtig unlucky, dass Seider hier nicht fällt. Seine Seider ist halt EX30 Immo 5, kann ich schon mal vorwegnehmen. Weil ihr werdet hier jetzt eine interessante Geschichte verfolgen. Diese Geschichte habe ich auch noch nie so erlebt. Ihr guckt euch das mal an. Mein Nord einfach 1 HP. Und ja, jetzt die interessante Geschichte. Mein Rez und mein Nord fighten bis zum bitteren Ende gegen Zyra. Ich nehme es einfach vorweg, Leute. Was soll ich dazu sagen? Ich habe sowas noch nie gesehen, dass eine Seider so lange durchhält. Ich habe aber auch noch nie eine Immo 5 Seider EX30 gesehen. Die hat schon ganz schön auf jeden Fall etwas Survivability Power, so. Ja. Ihr seht das. Ich mache das hier extra schnell, weil ich habe mir das vorhin auf einmal Speed angeguckt und das dauert gefühlt Jahre. Also, wir haben in diesem Fight wirklich Glück gehabt, am Ende hinaus, dass mein Nord halt quasi mit 1 HP noch seine Ulti machen konnte. Das war schon ultra close, ja. Muss man halt auch einfach sagen. Aber Tanks ist halt auch richtig gut, ne? Was soll man sagen? Vor allem sein Tank-Team hat, glaube ich, um die 7 Millionen CP oder so, glaube ich, wenn ich mich nicht verirre. Ja, Leute, ihr seht, wir gewinnen, weil wir einfach zwei Heroes am Ende haben. Damit ist es klar. Wir sind Back-to-Back Summit Arena Champion. Let's fucking go. Und guess what? Leute, wir haben den dritten Fight auch noch gewonnen. Naja, 6,8 Millionen. Er hat seine Teams geändert. Ich zeige das einmal nochmal hier zum letzten Fight. Da hat er 7,3 Millionen auf seinen Tanks gehabt. Hätte er seine Tanks da mit den Assassinen gemacht, wäre es easy peasy gewesen. Ja? Er hat aber komplett, keine Ahnung, irgendwas hat er geguckt, entweder mal Videos oder er hat mich studiert. Aber er hat auf jeden Fall komplett seine Teams verändert. Er hat ganz anders gespielt als sonst. Zum Beispiel hat er jetzt gar keine Summon mehr richtig mehr drin. Hier hat er ja noch mit dem Summoner-Team gespielt, auch. Ihr seht das. Ein Temp-Team hat er umgerodelt. Und das Team ist, glaube ich, ähnlich geblieben. Er dachte halt, okay, Assassinen bringen mir mehr anstatt
sag mal, was ich nachvollziehen kann, vielleicht auch irgendwo. Wir gehen rein, gucken uns nochmal den letzten Fight an. Und man muss sagen, der letzte Fight war auch ein bisschen knapper auf jeden Fall. Am Ende werdet ihr sehen, ist es arschknapp, meiner Meinung nach. Also seine Assassinen machen hier einen guten Job dafür, dass relativ am Anfang Fiona und so tot ist, muss ich sagen. Hauen die ein Damage raus. Ihr seht, dass der Damage, der da rausgeht von den drei Assassinen, ist krass. Wirklich krass. Ihr seht, mein Wurmelgon Immo 5 übertrieben am Arsch, so gesehen fast. Kriegt jetzt hier wieder noch eine Dominik-Ulti und bam, ist auch weg. Und ihr seht, jetzt ist nur noch Panda gegen Dominik am Ende. Es war super close, ja. Also seine drei Assassinen haben noch richtig, richtig was rausgeprügelt. Uff. Nicht schlecht. Oh, ich wollte eigentlich, aber ich will das eigentlich nochmal gucken, wie viel Schaden seine Assassinen gemacht haben. Die haben auf jeden Fall richtig gut Damage rausgeprügelt. 19,2 Millionen. War halt nice, dass sie halt die ganze Zeit die Miranda-Infusion hatten. Ne? 34 Millionen von Dominik ist schon huge, ne? Aber es hat geklappt, es hat gereicht. Wir sind Back-to-Back Summit Arena Champion. Richtig geile Kiste, Leute. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch für mich mit. Wir haben es uns auf jeden Fall verdient. Wir haben eine richtig geile Summit-Runde gespielt, muss ich sagen. Wir haben alles 3 zu 0 gewonnen. Wir haben hier 3-0 gewonnen. Wir haben hier 3-0 gewonnen. Wir haben hier 3-0 gewonnen. Und wir haben im Finale 3-0 gewonnen. Also, da kann man nicht meckern, würde ich sagen. Das lief diesmal richtig gut. Gucken, was die Zukunft bringt. Leute, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid weiterhin mit am Start hier auf dem Kanal. Haut ein Abo raus und ja, verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne wünsche ich euch was. Peace. Euer Resan 1.